Der Sega Saturn hat in Sachen Action-Adventures ja leider nicht sehr viel zu bieten, maximal solche Titel wie Dark Savior oder Shining Wisdom. Es gab aber ein Spiel, das ist für mich immer da rausgeragt und zählt auch zu den unterhaltsamsten, die ich auf der Plattform gespielt habe. Es war das letzte Spiel, was auf dem Saturn im Westen rausgekommen ist. 1998 war es soweit und der Titel lautete Magic Knight Rayearth. In der Urfassung war Rayearth eine Manga-Serie der komplett weiblichen Zeichnergruppe Clamp, die unter anderem für Serien wie Angelic Layer, Cardcaptor Sakura oder auch Chobits bekannt ist. Ich persönlich war damals großer Fan seit den deutschen Übersetzungen von Rayearth, habe die Mangas gelesen und fand nicht nur den Humor als auch die Dramatik sehr einnehmend. Die Zeichnungen waren darüber hinaus sehr, sehr gut und dazu hatten wir sehr viele Referenzen und Zitate auf das Japaner-Rollenspiel-Genre, was natürlich ideal für mich gepasst hat. Auch wenn es von Rayearth bereits zu 16-Bit-Zeiten sehr viele Videospielumsetzungen gegeben hat, war für die Saturn-Version Sega selbst verantwortlich und die haben das Projekt in die Hände von Reiko Kodama gelegt, der Chefentwicklerin solcher Klassiker wie Phantasy Star und auch Skies of Arcadia. Trotz der vielen Rollenspielanleihen im Vorbild entschied man sich bei Sega kein RPG aus dem Titel zu machen, sondern ein waschechtes Action-Adventure, ein bisschen so im Stil wie Legend of Zelda, nur mit weniger Fokus auf Rätseln und ein klein wenig mehr auf das Kämpfen. Inhaltlich, da bezog man sich auf die ersten drei Mangas der Serie, die umfassten den ersten Arc, die erste Storyline, aber nicht exakt, wie es im Manga umgesetzt war, sondern man orientierte sich mehr an der ersten Staffel der Anime-Umsetzung und verwendete sogar etliche von den Anime-Szenen als Cutscenes hier. Ihr schlüpft in die Rolle dreier japanischer Schulmädchen namens Hikaru, Umi und Fu, die während eines Schulausflugs zum Tokyo Tower in eine fremde Dimension gesaugt werden und dort vom Magier Cleft beauftragt werden, die Prinzessin des Landes Sephiroth zu retten, die von dem bösen Sagat entführt wurde. Mit der hasenartigen Kreatur Mokona im Schlepptau bereist ihr nun das ganze Land, helft den Leuten bei ihren Problemen, stellt euch den Handlangern Sagats und arbeitet euch nach und nach zum Gefängnis von Prinzessin Emerald. Wie erwähnt, ist Legend of Zelda natürlich spielerisch das große Vorbild. An bestimmten Schlüsselpunkten macht Rayearth aber doch einiges ziemlich anders. Das fängt vor allem bei dem Protagonisten an. Ihr steuert eigentlich nur eine Figur zur Zeit, dürft aber jederzeit mit den L- und R-Buttons zwischen einem der drei Mädels wechseln. Das hat nicht nur kosmetische Gründe, sondern die Story wird auch in bestimmten Fällen damit vorangetrieben und die Mädels haben jeweils unterschiedliche Waffen, die sie einsetzen können. Einige sind mehr für Nahkampfattacken gedacht, andere sind langsamer und stärker oder ihr habt auch einen Bogen, mit dem ihr Fernattacken ausführen könnt. Das ist nicht nur zum Rätsellösen hier und da ganz wichtig, sondern vor allem, welche Gegner euch angehen, welche Waffe da am besten geeignet ist, das bleibt euch selbst überlassen und ja, damit kommt noch eine kleine extra taktische Note rein, die die Dungeons nochmal ein bisschen aufregender macht. Das ist auch durchaus nötig, denn qualitativ reichen die Dungeons nicht ganz an Legend of Zelda heran. Visuell, da sind sie ziemlich abwechslungsreich und auch vom Aufbau her. Sie tendieren aber ab und zu ein klein wenig zu weitläufig zu sein und man kann sich hier und da verlaufen und ist dann durch gleichförmige Passagen unterwegs. An anderer Stelle hingegen ist das Design sehr reduziert und ihr habt es mit einem Puzzleraum nach dem anderen zu tun. Für die Abwechslung ist das ganz okay, aber ihr solltet nicht mit dem Anspruch hier herangehen, das Meisterstück in Leveldesign zu sehen. Dazu ist es auch nötig, erstmal ein paar Stunden in die Steuerung zu investieren. Die ist nämlich leicht träge und schwammig. Jetzt nicht in dem Umfang, dass es wirklich negativ sich auf das Spiel auswirkt, aber es ist schon ein bisschen anders als in vergleichbaren Titeln. Dafür ist Magic Knight Rayearth aber technisch ziemlich gelungen. Die Designs aus den Mangas, die konnten nicht 1:1 umgesetzt werden, sondern man hat sich für einen Look entschieden, der mehr in Richtung Kopffüßler geht, aber das ist vollkommen in Ordnung, denn sowohl Figuren als auch Animationsphasen und Hintergründe sind sehr bunt und auch sehr schön animiert. Auch die Musik, die ist schön peppig, habe ich häufiger auch schon zum Schnitt benutzt, weil ja, so eine rhythmische, coole Musik, die passt nicht nur zum Spielen, sondern auch, wenn man sich Beiträge anguckt. Umfangtechnisch ist eigentlich auch alles im Lot. Ich habe beim ersten Durchspielen damals so 7, 8 bis 10 Stunden gebraucht. Ihr kommt, je nachdem, ob ihr an einem Rätsel festhängt, eventuell sogar ein klein wenig schneller durch. Alternativ könnt ihr euch gerne mein komplettes Sprite-Seeing anschauen, das ich vor ein paar Jahren aufgezeichnet habe.
Wollt ihr es heutzutage spielen, dann habt ihr vergleichsweise weniger Optionen. Das japanische Original, das ist noch relativ günstig zu haben, aber eben auch nur auf Japanisch. Der einzige West-Release fand 98 von Working Designs in den USA statt und war damals schon sehr limitiert, vor allem, weil es verschiedene Disc-Versionen mit unterschiedlichen Charakteren auf der CD-ROM gegeben hat. Und ich musste damals schon umgerechnet 90 Euro abdrücken. Der Preis ist heutzutage natürlich noch weiter in die Höhe gestiegen. Deshalb sträube ich mich auch ein klein wenig davor, den Kauf uneingeschränkt zu empfehlen. Ich mag das Spiel weiterhin und Working Designs haben auch fantastische Arbeit abgeliefert. Sie saßen knapp 2,5 Jahre an der Umsetzung dran, haben nicht nur an Texten und Sprachausgabe gefeilt, sondern auch viele Slowdowns aus dem Original entfernt und mussten darüber hinaus mit einer Codebasis arbeiten, bei denen einfach 30% des Spieles durch einen Festplattenabsturz in Japan gefehlt haben. Und dafür haben sie wirklich ein kleines Wunder vollbracht. Falls ihr nicht den Schritt gehen wollt und eurer Brieftasche was Gutes tut, dann schaut euch alternativ wirklich das Sprite-Seeing an, denn das macht fast genauso viel Spaß.